Eilmeldung. Unser geschätzter Kamerad, Familienvater von 3 Kindern und Alleinverdiener Alexander Bittner ist in Haft. Warum? Weil er von seinem Recht auf körperliche Unversehrtheit Gebrauch gemacht hat und sich dem Zwang der mRNA-Spritze widersetzt hat. Wo? JVA, Eichach, Münchener Straße 33 in 86551 Eichach. Ich werde die Adresse von JVA unter diesem Video verlinken. Wir hatten erst letzte Woche einen Aufruf für Alexander Bittner gemacht, einen Spendenaufruf, wo wir 3000 Euro zusammenbekommen haben und er hat das Geld auch bekommen. Nach Informationen, die ich bekommen habe, er war heute, um sich wieder krank schreiben zu lassen. Er hat ja, wie bekannt ist, Schwierigkeiten. Er kann das psychisch nicht mehr tragen in der Kaserne. Und als er in der Kaserne war und wollte sich krank schreiben lassen, wurde er abgeführt. Also, so viel dazu, zu der Kameradschaft, dass man zusammenhält. Ich finde, es ist ein Verbrechen, für ein halbes Jahr einen Mensch einzusperren, der sich diese Zwang der mRNA-Spritze widersetzt hat. Vor allem, es ist ja bekannt durch RKI-Protokolle, was eigentlich das Ganze war. Es war niemals wissenschaftlich, sondern alles politisch motiviert. Und wenn man es zusammenzählt, dann kann man erkennen, was hier eigentlich geschieht. Wir haben schon lange wissenschaftliche Erkenntnisse verlassen und es wird nur durchgesetzt, was von Politik verlangt wird. Bitte teilt dieses Video überall. Schreibt auch gerne einen Kommentar, was wir machen können in dieser Situation. Ich finde, es ist schockierend, denn erst vor ein paar Tagen saß ich zusammen mit Alexander an einem Tisch und wir haben ganz normal diskutiert, Scherze gemacht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass nur ein paar Tage später er für ein halbes Jahr inhaftiert wird.